Einen sportlich unterhaltsamen Abend erlebten die Mitarbeiter der öffentlichen St. Antoner Institutionen bei der 6. Auflage der St. Antoner Olympiade am 19. Oktober. Ideengeber dieser Veranstaltung war Peter Mall. Während des ganzen Jahres hat man mit den Institutionen viel zu tun, man telefoniert viel, aber man kennt sich eigentlich nicht so. Und das ist so ein Tag, wo man eigentlich losgelöst von der täglichen Arbeit miteinander einfach Spaß hat. Und das jetzt in der 6. Auflage oder sogar in der 7. Auflage. Und das macht einfach einen Mordsgaudi. Das ist einfach schön, wenn man abseits der Arbeit miteinander was tun kann. Bei Geschicklichkeits- und Wissenstests traten die insgesamt 15 Dreierteams der Gemeinde, des Tourismusverbandes, der Energie- und Wirtschaftsbetriebe sowie der St. Antoner Fremdenverkehrsförderungs GmbH gegeneinander an. Die Idee hat der Malpeter gehabt, der hat mir einen Auftrag gegeben, dass wir da irgendeine sportliche Veranstaltung machen für die ganzen öffentlichen Betriebe in St. Anton. Und dann ist die Olympiade herausgekommen mit verschiedenen Stationen jedes Jahr und es wird eigentlich immer größer und macht die Mitarbeiter viel Spaß. Die Teams mussten 9 Stationen bewältigen. Die Ideen zu diesen kreativen Stationen hatte ein Mann. Ich überlege mir immer was und wenn man was sieht, schreibe ich es auf. Und am Ende vom Jahr suchen wir dann die besten Sachen aus. Wir haben Minigolf, dann haben wir ein Quiz, dann haben wir ein paar Gleichgewichtsspiele, Zielwerfen, Dosenwerfen. Unsere Spiele, viel für Geschicklichkeit. Neben den 8 Stationen in der Tennishalle musste auch am Schießstand die Geschicklichkeit unter Beweis gestellt werden. Es wird auf 3 verschiedene Wildscheiben geschossen. Und ein Schuss pro Scheibe, Stirn hat aufgelegt. So viel sei verraten. Die 3 Stockerlplätze 2018 ergingen allesamt an Teams der Energie- und Wirtschaftsbetriebe.